Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. Wir haben Montag. Wir starten in die Woche. Hoch die Hände. Es geht wieder zum Wochenende. Die beiden Humis vom Etti. Der Etti muss ganz dringend aufs Klöchchen, hat er mir gesagt. Jetzt hat er gesagt, eine Pause zum Spielen ist immer. Da hinten ist das Frühstück von ihm. Ja, so, weiter geht's, sagt er. Ja, es geht los. Ich lasse mich wieder durch die Gegend ziehen von ihm. Gleich gibt's Käffchen und heute Nachmittag hole ich ein paar Freunde ab, beziehungsweise ein paar Freunde, die mit denen treffen. Und zum ersten Mal weiter, 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 weiter. Ey, hier liegt so viel Scheiß ab. Mann, Mann, Mann. Ja, da hätte sie gern geschnäuzelt, ne? Eti, was ziehst du denn heute so wie ein Bekloppter? Mach doch einfach Pipi. Ja, mit denen haben wir uns noch nie getroffen, den kennen wir nur von Schreiben. Die. Und ja, die hole ich nachher ab aus Mahmutla. Treffen wir mal einen schönen Nachmittag. Die kann man auslassen. Aber halb so wild. Muss auch mal sein. Machen wir eh nichts groß Spannendes. Wird euch hinterher erzählen, was wir noch so Schönes dann gemacht haben. Gleich werden Dorma gekocht, gefüllte türkische Paprika. Aber das hat ihr ja vorgestern schon gezeigt. Trotzdem zeige ich euch ein bisschen davon, was kommt hier, Etty. Das muss so geil für den riechen, dass da irgendeiner wieder Essensreste ausgeplättert hat. Furchtbar. Hör mal auf, Etty. Mensch. Ja. Und jetzt? Du hast keinen Bock mehr weiterzulaufen. Du wolltest zum Mülleimer, ne? Der Schlübbi. In einer Woche geht's schon wieder weiter. Ende der Woche. Samstag, Sonntag, Montag. Mal gucken. Fahren wir weiter. Richtung Kema, glaube ich. Ne, nicht Kema. Ach, ich vergesse den Dorf immer. Ich werde euch zeigen. Ey, die hör doch auf, bitte da zu fressen, Mann. Ey, geh weiter. Mann, Mann. Krieg ich mal ein Herz, wenn er da sitzt. Und irgendwas frisst, wer weiß, was das ist hier, ne? Meistens so irgendein Knochen. Sorry. Aber manchmal vielleicht auch gekochte Hühnerknochen. Die sollen ja nicht so gut sein. Und deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Ja, wir gehen jetzt hier die schöne Runde, den Berg runter. Und ja, gleich gibt's Käffchen erstmal. Da fange ich direkt an zu schnibbeln. Weil die gefüllten Blätter, die dauern ein bisschen, die gefüllten Paprikas. Mache ich erst die Füllung, mache die da rein. Und dann denke ich mal, dass wir heute zeitig auch essen können. Um 11, 12 mache ich heute schon Mittagessen, wenn ich um 2 Uhr abhole. Wollte ja auch nicht direkt hier ein großes Fressgelage sondern aufbahren. Ja, ansonsten, was liegt die Woche noch an? Ja, unsere teure Reparatur vom Auto. Alle 4 Radlager sind ja im Arsch, das heißt, ne, die fangen an laute Geräusche zu machen, bevor die ausschlagen, haben wir uns gedacht, nützt ja nichts, ne? Muss gemacht werden, dann hat man eine große Inspektion noch dabei und ja, Auto wird gewaschen und alles summa summarum haben wir 700 Euro jetzt dafür, müssen wir bezahlen, wir haben noch gar nichts dafür bezahlt, die Inspektion ist schon gemacht. Weil das EC-Gerät nicht ging, sagt er, ist egal, zahl einfach beim nächsten Mal. Kein Problem. Schon wahnsinnig Vertrauensbasis. Wobei wir das erste Mal da waren, ne? Naja. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Hier liegt auch schon wieder alles voller Suppe. Ich glaube, der Müllwagen ist ausgelaufen, dass da irgendeiner irgendwas Ekliges gemacht hat. Oder Flüssiges reingeschmissen hat und der ist dann ausgelaufen. Naja. Ah, herrliches Wetter. Es ist immer noch wirklich jeden Morgen richtig schön, wenn man so raus aus dem Wohnwagen und die Sonne ist direkt da, die fühlt sich schön an, schön warm an. Das ist schon echt ein schönes Erlebnis. Das wird mir im Winter, glaube ich, fehlen. Ich glaube nicht, dass in Marokko so schön warm ist, wenn wir da hinfahren Ende des Jahres. Und aber gut, so ist das halt, ne? Ich war sowieso immer schon Team Sommermensch. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr lieber im Winter habt oder lieber im Sommer habt.
gibt es ja verschiedene Vorlieben. Meine Oma damals zum Beispiel, die erste Oma, die gestorben ist, die wäre jetzt 104 Jahre alt. Die ist 1919 geboren. Die war immer Winter. Die hat sich in meiner Wohnung verkrümelt bei warmem Wetter. Und meine Mama und mein Opa, also der andere Opa, der war immer Sommer. Oder ist immer Sommer, meine Mama halt. Wobei jetzt mittlerweile, sagt sie, brauchst du die Wärme auch nicht mehr so. Ja. Ich bin immer schnell braun geworden in der Sonne. Meine Schwester immer schnell rot. So unterschiedlich sind die Hauttypen, ne? Ja. Hat sich jetzt beruhigt. Riecht nicht mehr so geil hier. Gönnerin. Komm. Geh mal ab. Menschen haben immer Angst vor ihm. Verstehe ich. Auch wenn so ein bekloppter Wiegel um die Ecke gewackelt kommt, denkst du auch, oh mein Gott. Alter Ochsenfrosch. Go away. So, da geht jetzt die Sonne auf. Komm hier, Alter. Komm bitte hier. Das muss echt so unnormal geil riechen da heute. Ist schon am Ziehen, macht er sonst nicht. Naja, was soll's. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Ja, nach Salipa Sascha, da ist ein Supermarkt, wollte ich auch nochmal ein paar Lampenfassungen holen. Hatte ich gesagt, für einen Schuppen, da wollte ich mir Licht einmachen in Ungarn. Die kosten ja eine Fassung, war das glaube ich 17 Cent oder so. Und ja, mal gucken. Was wir da sonst noch schönes finden. Ein paar Scheigläser. Können wir den? Ein paar Scheigläser wollen wir uns noch holen von den ganz großen 6 Stück. Ja, aber sonst brauchen wir da auch nichts mehr raus. Das ist das letzte Mal, dass wir jetzt da Richtung Alanya fahren am Freitag. Gestern, das war ja nun versehen nach dem Fiasko da auf dem Wochenmarkt. Doris, ey, dann ist die halbe Stunde dicht labern, hin und her angepimmelt. Ich hab's halt sowieso ist gehandelt. Und ja, EC-Gerät nicht. Und dann hat der Nachbar ein EC-Gerät, aber soll die aber Kommission zahlen, also Gebühr, extra Gebühr und ein Umrechnungskurs von 2,30, obwohl er bei 28 ist. Und dann habe ich keine richtige Lust drauf gehabt. Weiß ich nicht. Ging mir auch jetzt genauso, aber so hin und her gepimmelt dann. Sind wir gerade in der heutigen Zeit. Da zahle ich bei Gemüsehändlern am Straßenrand zahle ich mit Karte. Das sollte doch eigentlich nicht so viel verlangt sein, dass man damit Karte zahlen kann. Ohne dieses Hin- und Hergepimmel. Ja, dann sind wir in einen anderen Laden gefahren, wo wir schon mal waren. Da sollte das dann aber mal doppelt so viel kosten. 40 Euro für ein Set. Ach, das soll's. Dann sind wir hinterher nur zum Gemüsehändler gefahren. Und wieder zurück. So, jetzt bin ich am Wohnwagen. Komm, Eddie, jetzt gibt's Frühstück. Ich werde mich gleich noch nicht essen machen. Ich bin am Vorbereiten. Aber ich will halt auch nicht so heute in die Länge ziehen mit dem gefüllten Paprika. Mit dem Dormu. Ich habe das ja schon mal gezeigt und deswegen, das war vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen, habe ich das gemacht. Da habe ich das alles vorgestellt, am Montag. Und deswegen will ich euch nicht nochmal alles erzählen hier. Und ein bisschen auf die Zwiebel gehen damit. Ja. Ich bin hier gerade am Zwiebel schneiden, Reis sag mal schnell. Nudeln habe ich schon aufgesetzt, habe ich eingeweicht schon, dann die aufgesetzt und jetzt schnibbel ich erstmal alles hier ganz in Ruhe. Und ja, dann schmurgel ich das gleich an, dann wird das vermengt mit passiertem Tomatenmark, die haben wir noch im Kühlschrank unten drin. Und ja, dann fülle ich die und dann kommt die ab zum Airfryer. Natürlich zeige ich euch gerne das Ergebnis nachher. Nur, das brauche ich ja nicht wieder eine Viertelstunde, wo ich mitnehme. Rezept habe ich ja schon geteilt. Und ja, hier ist echt was los, ey. Hier ist richtig laut hier mit den Hubschraubern. Die fliegen immer noch hin und her zum Dimmtschall und zurück. Hat es wohl gebrannt oder brennt immer noch, ich weiß es nicht. Jedenfalls fliegen ganz Militär-Hubschrauber mit den Wassersäcken in einer Tour. Und das ist schon echt ein Schauspiel. Ich zeige das gleich mal. Wenn die nochmal vorbeifliegen, schwenke ich euch rein. Ich gerade verpennt, ich war am Spülen und so schnell war ich nicht. Dann zurück zum Wohnwagen, um die Kamera zu holen. Ja. So,
einen riesen Topf heute hier. Ich zeige das gerade, einen riesen Topf hier. Dort machen wir halt mal die vierfache Menge gefühlt, weil das so gut geschmeckt hat. Und das hat die Mama schon umgerührt hier. Muss man ja noch vermengen. Snacken so kalt. Ja, das ist dann so auf Zimmertemperatur halt ein guter Snack, ne? Ja, das stimmt. Und hier habe ich die Paprika schon mal vorbereitet. Ich stelle die mal aus der Sonne. Und ja, das füllen wir gleich. Das lassen wir uns dann schmecken. Ja, freue mich schon drauf. Gleich schön mit. Ja. Zur Not, wenn der Hunger kommt. Currypulver mache ich mir da dran. Einfach so zwischendurch anbieten. Ja. Genau. Gute Idee. Antipasti, Melone. Ja. Genau. Und sowas mag ich eigentlich. So sieht's aus. Ich kriege jetzt mal weiter. Ich zeige euch gleich nochmal, wie es in der Fritteuse aussieht. So, Aufbruchstimmung. Wir fahren jetzt doch spontan auf dem Markt und wollen nochmal drüber laufen. Ich lasse die Kamera aber hier. Mama hat das Essen jetzt schon vermengt. Zeige ich euch das mal. Hier so sieht es aus. Das sieht schon, hast du schon probiert? Nein. Mach ich das mal eben. Da wird es reingefüllt. Boah, lecker. Aber das gibt es nachher. Ja. So, ihr Lieben, wir düsen jetzt. Und ich melde mich später wieder rein. Mach ich. Halli, hallo, hallöle. So, ich zeige euch jetzt das Essen mal. Wir sind gerade alle runter zum Schwimmen. Das sind die gefüllten Paprika. Und Pommes vom Chef hier. Und ja, habe ich ein bisschen aufgeräumt. Da hinten läuft etwas Huhn. Pommes ist genau das, was er mag. Etti, komm hier, kriegst auch eine Pommes. Komm hier. Was ist? Hab ich einfach Pommes verfüttert, ohne dir das zu sagen? Du Kartoffeljäger, du, ha? Ja, jedenfalls haben wir einen schönen Nachmittag verbracht. Etti, jetzt hast du an das Huhn gedacht, ne? Alter Bella. Ja, haben schon Kaffee zusammen getrunken. Smurfy, komm mal hier. Mach mal hopp. Mach hopp. Mach hopp. Mach hopp. 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 Sitz. Sitz. Das ist fein. Und ja, die Kinder sind jetzt alle unten mit den Mamas und schwimmen. Und Papa ist hier oben. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, ist auch ein bisschen gechillt. Ja, heute Abend gibt es noch Paprika. Und müde bin ich, die mir gerade von den toten Punkten gehabt, was eingenickt. Da habe ich mir gesagt, komm, aufstehen, nimm die Kamera, erzähl euch einen Schwank, was so passiert ist. Ja, wir waren auf dem Markt. Haben da zwei schöne Pullover gefunden für uns. Die seht ihr im Winter dann. Da habe ich jetzt im Dachträger schon verstaut. Die hole ich jetzt nicht mehr raus. Erstmal. Und ja, ansonsten wird doch nicht mehr viel passieren, Etty, oder? Möchtest du eine Pommes haben? Oder ist das? Ist der Feind, Etty? Etty, der Feind ist da. Das Huhn ist da, Etty. Huhn, Achtung, weg! Hier ist was los. Wo ist das Huhn? Etty, hör auf, lass das Huhn in Ruhe. Geh stiften, Hühnchen. Und snackt er dich weg, der Etty. Der weiß, wie Hühnchen schmeckt. Ist gut. Smurfy ist gut. Ja, hier ist was los. Ist voll ungewohnt, dass die Bank hier nicht mehr ist, dass die jetzt da steht. Stellen wir nachher wieder zurück. Nur heute war es halt ganz angenehm für den Besuch. Ein bisschen mehr Sitzmöglichkeiten zu haben. Etty, runter vom Tisch. Etty, runter. Hey, geh ab. Ja, und so geht der Nachmittag
dahin. Und werden heute nicht mehr viel machen. Ich bringe sie dann ja noch weg. Und dann war es halt auch, glaube ich, für heute. Was wir morgen machen, weiß ich noch gar nicht. Etty, was machen wir morgen? Morgen ist Dienstag. War morgen irgendwas? Möchtest du einen Stein essen? Mal probieren, ne? Du bist verfressenes Beagle-Tier. Ja, den Baklava haben wir auch geholt, den haben wir kalt gestellt. Aber irgendwie, ich habe dieses Jahr, glaube ich, einen Baklava gegessen hier in der Türkei. Genau wie wieder Etty-Schmuck. Du hast dir letztens das letzte Baklava von der Mama geklaut, ne? Du alter Lümmel. Da war sie not amused. Und weiß ich nicht. Bin ja ganz gut vom Weg, vom Zucker, vom Süßstoff, nur vom Nasenspray. Da bin ich wieder rückfällig geworden, jetzt wo ich so erkältet war. Das ist aber auch ein Biesthuhn. Guck mal, da ist es wieder. Jagd's weg, Etty. Etty, jetzt hast du dir wehgetan, ne? Etty? Guck mal hier. Ja, ist doch klar, wenn du vor den Pfosten rennst, du Ochsenfrosch, hä? Mach Platz. Ist er voll gegen den Pfosten gerannt und er tat ihm jetzt weh. Du bist so ein Otto, ey. Mach hopp. Mann, ey. Jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Egal. Christler Arm kostet 204. Ich dachte, da kommt schon wieder nur der Spatz. Das tat ich weh, du armer Otto, hä? Hast du jetzt Rückenschmerzen, ne? Oder bist du mit dem Kopf gegengeknallt? Weißt du auch nicht, ne? Jetzt glaubst du, du bist eine Katze. Hast du die Birne gestoßen, ne? Naja, da kommen die Schwätzchen auch schon da hinten. Ich glaube, es ist die Krümel und der sind. Was ist denn hier los? Wo die Viecher kommen jetzt hier? Schon wegen den Pommes, weil das so gut riecht. Ja gut. Ich werde ein bisschen die Base chillen und melde mich dann gleich wieder rein. Erzählt euch noch einen Schwank, was wir noch Tolles machen. Genau, wollte ich erzählen, ich weiß gar nicht, was wir vorhaben. Mittwoch, glaube ich, fahren wir zu, auf den Markt, auf einen anderen Markt, da haben wir einen Geheimtipp bekommen. Freitag müssen wir in die Werkstatt und dann werden wir mal gucken. Ey, jetzt lass das Huhn in Ruhe. Das hat dir nichts getan. Das will nur deine Pommes haben. Aber bei Zeiten natürlich mehr. Ich nehme euch mit. Schön, dass ihr dabei seid. So, die Sonne geht unter. Bei uns ist Feierabend für heute. Richtig schön. Besuch ist weg. War ein richtig schöner Tag. Also Kinder hatten Spaß. Ziemlich spät geworden. Liebe, es ist gerade am Schlafen gehen. Und ja. Platt. Jetzt noch Eiswasser geholt, die restliche Wassermelone eben in den Kühlschrank gepackt. Und ja, für heute sind wir durch. Ihr Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitkommen wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist wirklich richtig schön. Und mit dem Mond da oben. Ich würde mich freuen, euch morgen wieder mitzunehmen, ein Stück weit. Ich weiß gar nicht, was wir morgen machen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ich bin es auch. Ja. Habt einen schönen Abend. Bleibt viel Spaß bei der Michaela. Passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.